Göttingen hat mehrere Clubs, die verschiedene Musikveranstaltungen anbieten. Gibt es auch Events in Richtung Metal? Wir haben die Metal-Fans gefragt. Was denkt ihr, wie gut ist die Metal-Szene in Göttingen entwickelt? Ich finde eigentlich schon, dass sie recht gut entwickelt ist. Allerdings finde ich, dass Metal generell in Göttingen nicht so sehr unterstützt wird, wie es eigentlich unterstützt werden sollte. Im Generellen finde ich schon, dass es genug Klientel gibt, aber zu wenig Clubs, die das anbieten. Aber einfach so irgendwo hingehen und halt Metal so im Hintergrund hören, das gibt es halt im Grome hier vorne. Das heißt jetzt anders, im Monstercafé. Monstercafé ist das jetzt, ne? Also die spielen halt Metal so, das ist ganz cool, also da gehe ich auch immer gerne hin. Aber es ist halt ein Café auch und es ist halt auch so das Einzige, was ich kenne. Also ich habe wohl mitgekriegt, dass das Studentenwerk mal die Full Metal Mensa gemacht hat. Das fand ich wohl gut, aber dafür, dass ich jetzt schon so knapp ein halbes Jahr hier wohne, habe ich bis jetzt eigentlich nur 2-3 Konzerte mitgekriegt. Also es ist ein bisschen wenig. Am 20. Februar fand in der Tangente das Cross Mountain Metal Massacre statt. Dana, die Organisatorin des Events, hat uns davon erzählt. Warum habt ihr entschieden, einen Metal-Konzert zu machen? Also wir hatten das schon länger im Hinterkopf, dass wir auch gerne mal Metal machen würden, weil in Göttingen es einfach nicht ganz so viele Metal-Konzerte gibt, nicht so viele Locations dafür. Und da kam dann auch passend die Band Desperation auf uns zu, die dann auch gesagt hat, wir würden eigentlich gerne mal was machen, und das passte dann einfach und so kam dann der heutige Abend zustande. Und habt ihr schon Pläne für die Zukunft, für weiter Metal-Konzerte zu machen? Wir haben auf jeden Fall vor, dass das Cross Mountain Metal Massacre weiter fortgesetzt wird. Heute ist die Premiere, aber im Oktober dieses Jahres soll es auch schon weitergehen. Und wir haben da auch schon 2 Bandbewerbungen tatsächlich, die gerne mitmachen möchten. Wir sind immer begeistert, wenn sich noch mehr Bands melden, und es wird auf jeden Fall immer weitergehen. Könnt ihr kurz Ihre Musik vorstellen? Unsere Musik ist, also kann man beschreiben als Deathcore mit Black- und Thrash-Metal-Einflüssen und noch ganz viele andere Richtungen, die wir damit einfließen lassen. Ja. Ihr habt schon mehrere Konzerte in Göttingen gespielt. Was denkt ihr über die Metal-Szene in Göttingen? Also die Metal-Szene in Göttingen würde ich so beschreiben, sie ist noch in den Kinderschuhen, aber entwickelt sich zum relativ positiven Ding. Ja. Also die Szene an sich ist da, aber es gibt einfach zu wenige Veranstaltungsmöglichkeiten, so Metal-Konzerte und so weiter. Death Metal ist auch noch ziemlich gern gesehen hier in Göttingen und anderen im Jutzi. Ist 2-mal im Jahr die Schlachtnacht, da spielen hauptsächlich Death Metal Bands. Und das Underground Remains, auch 1-mal im Jahr, da wird auch hauptsächlich Death Metal gespielt. Im True findet jeden Donnerstag der Metal-Stammtisch statt. Wir haben uns dort mit den Organisatoren des Göttinger Metal-Festivals getroffen. Woher kam die Idee, um die Metal-Konzerte zu organisieren? Also lang etabliert sind halt andere Events wie die Schlachtnacht, die 2-mal im Jahr im Jutzi stattfindet. Vereinzelt auch noch Konzerte im Exil. Aber wir wollen einfach ein bisschen mehr noch haben und mehr für die Metal-Szene in Göttingen tun, und das einfach weniger gibt, haben wir gesagt, gut, wenn es wenig gibt, müssen wir es selber machen. Also ein Metal Open Air, das war sozusagen so unsere Idee, nicht nur einfach ein Metal-Konzert zu machen, was regelmäßig stattfindet, so wie die Schlachtnacht, sondern halt, dass wir einfach das Ganze halt unter freiem Himmel stattfinden lassen und das sozusagen als Neuerung und das irgendwie in Göttingen zu etablieren. Es gibt viele Leute in Göttingen, die Metal hören, auch mehr als man häufig denkt. Ansonsten aber würde ich halt auch sagen, dass wir halt hier in Göttingen eigentlich auch mehr Konzerte noch brauchen und auch verdienen. Dass es eine Metal-Szene gibt, das haben wir
gelernt, als wir 2013 25 Jahre Kulturbüro des Studentenwerks gefeiert haben. Da hatten wir eine Woche lang jeden Abend Live-Musik, unterschiedliche Genres. Die Metal-Bands bei uns spielen hatten, da war es deutlich voller als an den anderen Abenden. Und daraus ist dann auch die Idee entstanden, Full Metal Mensa zu veranstalten. Was man auch sagen muss, ist halt bei der Full Metal Mensa gab es ja die Möglichkeit, dass halt man mit dem Kulturticket als Student gratis reinkam. Jetzt einige Leute dann vermutet haben, als dass das nur irgendwie Studenten waren, das stimmt halt nicht. Es waren auch sehr viele Leute da, die halt selbst bezahlt haben. Wir waren geradezu überwältigt. Wir haben mit wesentlich weniger Leuten gerechnet und es waren jetzt über 600 Leute da. Also man kann sagen, für das erste Mal war das schon eine dicke Nummer. Welche Art Metal ist dominierend in Göttingen? Also Thrash Metal geht auf jeden Fall immer, auch in Göttingen. Death Metal läuft auch immer ganz gut. Ich glaube, beim Black Metal wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. So ausgewählte Bands vielleicht, aber dominiert geht, glaube ich, eher in die Thrash Metal oder Death Metal Ecke. So. Was plant ihr für die kommende Metal-Konzerte? Also für das kommende Underground Remains Open Air haben wir unser Building fertig. Es findet am 6.6. statt. Wie auch die letzten beiden Jahre am Haus der Kulturen haben wir auch unseren Flyer, den kann man ja auch mal ganz kurz in die Kamera halten. Wir wollen Underground-Bands haben und möglichst für uns auch regional. Das Wichtige, dass wir die Region unterstützen wollen. Wir haben als einen Exoten dieses Jahr haben wir Nervsail, das ist eine Band aus Dubai. Und ansonsten sind es schon Bands, die aus dem Underground kommen oder halt aus der Region oder aus Deutschland, also wo wir glauben, dass sie einfach unterstützenswert sind. Und ganz wichtig, denke ich, dass wir uns hier nicht als Konkurrenz sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich danke für das Interview und ich einlade alle zu unserem Stammtisch im Zoo jeden Donnerstag. 21 Uhr. An diesem Tisch. Ja. Thank you.